Und Ashley meldet sich bald von Shakes and Fidgets. Es gibt News. Nein, verdammt, jetzt hat noch niemand gesehen, oder? Das hat noch niemand gesehen. Es gibt News und Neuigkeiten. Nämlich, wenn man den schwebenden Kristall einmal anklickt, dann erhält man eine Post, dass die Spielwelt W13 morgen startet. Nein, nicht morgen. Doch, morgen ist Freitag, natürlich. Also eigentlich heute. Verdammt, jetzt habe ich verraten, dass ich das Video schon gestern aufnehme. Gestern ist heute von morgen. Was labere ich auf jeden Fall? 16 Uhr. Am Freitag startet W13, internationale Spielwelt in Shakes and Fidget. Und mein Inventar ist voll und das ist toll, ich kann auch verraten warum. Denn heute sind Kopfbedeckungen bei der Hexe dran und ich habe mir einmal was im Wirbelwindsturm aufgehoben. Das gab es heute bei einer Mission, habe ich mir aufgehoben. Und nochmal was im Wirbelwindsturm, 20 Millionen, das ist fein. Gut. Das hat natürlich noch immer niemand gesehen, weil ich... Der Quest ist fertig und so. Dum badum. PewDiePie, das schneidest du so, dass niemand jetzt mitbekommen hat, dass das gar keine Live-Quest ist. Und was habe ich bekommen? Ein Epic. Einfach so. Denn am Wochenende ist Epic-Event und anscheinend ist das bei mir schon früher. Nein, das Item war random. Das wurde nicht mal vorher angezeigt in der Vorauswahl. Sondern diese Verzauberung, Gegenstand finden plus 10%, die kann auch Epics erzeugen, wenn sie denn möchte. Und ab und zu möchte sie und das ist gut. Dieses Item hat keinen Sockel, das heißt no need, aber einfach rein in die Toilette. 50 Mana, die Firma bedankt sich. Dankeschön. Dann den Trank kaufen und es geht los ins Geschehen. Das ist doch fein. Richtig episch. Ich dachte mir, also wortwörtlich sogar, literally episch. Ich schaue so und okay, Item, aber das ist ja ein Epic. Ja, feine Sache. Feine Sache. Einfach so kostenlos. Wird mitgenommen, eingetütet und dann greife ich natürlich gleich den Schlumpfer an. Heute ist Erde dran. Ja, 15. Moment mal, ganz kurz nachzählen. 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Das heißt, bei 15 hat der Kanockel. Ja, nehme ich auch Erde, oder? Ich mag diese Kämpfe, wo die Chancen identisch sind. Mal schauen, ist die Frage, ob du überhaupt Kanockel auf Level 100 gezogen hast. Kanockel, das sieht man auf jeden Fall schon mal, ist auch klar. Das ist wunderbar, denn bei mir ist Mauhell nicht da. Aber der killt noch alle von mir, logischerweise. Und jetzt muss er ins Gras beißen. Tschüss mit Ü und ciao mit Au. Dankeschön für den Apfel, denn den bekommt heute niemand. Der nächste Kampf wird episch. Da wird nicht überlegt, da nehme ich direkt Licht gegen Häcksel. Mit Licht müsste ich eigentlich gewinnen können, aber sein Level war schon ziemlich beeindruckend, muss ich sagen. Boah, der killt mit Nahon sogar meinen Bofuchs. Und ich sehe Unicorn. Jetzt wird's ja, jetzt passt aber mal auf. Vielleicht hat der Mauhell auf Level 100. Das ist durchaus möglich bei diesem Level. Aber dann hat er mit Kloptiwop Mauhell besiegt. Das wäre schon ziemlich teuer. Kanockel 98, okay, also komm schon, Unicorn, hau einen raus. Ich sagte, hau einen raus, warum weichst du immer aus? Das hast du falsch verstanden, Maul. Ah, 33. Hat irgendjemand Angst gehabt oder so? Das ist ja locker, flockig vom Hocker. Gut, also ich zeige es nochmal. Bam, bam, diesen Freitag um 16 Uhr, Central European Time, startet die internationale Welt 13. Sei von Anfang an dabei und sichere dir einen Platz an der Spitze der Anhalle. Machen wir natürlich. Und Epic Event am Wochenende, das heißt also nicht ab Freitag, sondern am Wochenende. Das ist immer ein doofes Event für den Serverstart. Wieso, weshalb, warum? Man erreicht am Samstag und am Sonntag noch nicht Level 50 und Waffen und Zauberladen Epics erst ab 50. Von daher, vom Epic Event hat beim Serverstart leider niemand was. Ich skill erstmal Intelligenz. So, ich bin faul und halte den Button gedrückt und klicke nicht einzeln. 6761, genau. Also, leider doofes Event für den Serverstart. Kann man nichts machen. Gold-Event ist immer ganz nett. Da kann fleißig reingespendet werden für den Gildenausbau und so. Man kann die Festung vielleicht pushen, je nachdem. Wow! Das war köstlich. Ich habe mit 57.000 noch einen Treffer überlebt. Wow. Ich muss sagen, dieser schwarze Edelstein hat mir schon einige Versuche versüßt. Definitiv. Denn den habe ich mir jetzt als fünften schwarzen Edelstein geholt und ich wusste nicht so, 5, ist das nicht zu viel als Magier? Aber für das Solo-Dämonenportal gab es da schon einige Tage und Aktionen,
ja, wo sich's mehr als nur gelohnt hat. Schlumpfer mal wieder. Immer und immer der Schlumpfer. Der war doch auch gerade bei den Pets. War das nicht? Keine Ahnung. Egal. Auf jeden Fall. Glücksrad. Nicht allzu viel, aber ein paar Lucky Coins. So, und wenn es da auch was Feines gibt, dann freut mich das natürlich umso mehr. Aber gibt es dann doch jetzt am Ende waren noch ein paar Hölzchen dabei. Danke dafür. Eine Waffe und ein Gürtel. Okay. So, schon wieder 30 Millionen. Da gab es anscheinend auch häufig Holz. Und ich würde mal sagen, ich hole mir das Level-Up. Also jetzt wird es pro Folge nicht mehr irgendwie 3000 Dungeons hier im Wirbelwind geben. Ich bin bei 401 von 1000, weil die werden mittlerweile schon ein bisschen stärker. Ja, und ich habe sogar schon verloren. Wenn ich nie kritisch treffe und die immer kritisch treffen, ist das nämlich möglich. Und genau, aber zumindest im Moment, das Level-Up, das sind jetzt 40, 60, 65 Millionen. Und wie viel bekomme ich bei einer Etage? Hab's mir gerade gar nicht angesehen, um ehrlich zu sein. 20 Millionen, das sind noch zwei Etagen. Naja, drei wahrscheinlich, aber Feuerklumpf, der ist mal an der Reihe. Würde ich sagen, 30.000 Geschick. Oh, der stirbt noch, relativ einfach. Dann der Schrecken der Nacht, dürfte der vorletzte sein, bis zu meinem Level Up. Ja, aber das ist gut, ich dachte, ich verliere heute häufiger. Weil in der letzten Folge bin ich doch das ein oder andere Mal draufgegangen. Und der Frostdämon mal wieder. Der wird's machen. Dann werde ich lachen. Wow, der hat 3000 Hauptattribute mehr und fette Ausdauer. Kommt natürlich auch ein bisschen so drauf an, welche Klasse. Das war nicht so klasse, muss ich sagen. Vielleicht wird's jetzt. Bada boom, bada boom. Oh, krasse Klasse. Hätte ich nicht gedacht. Dass hier jetzt schon Ende im Gelände ist, irgendwie. Alles klärchen. Alles klärchen. Jawohl, da sind sie. Die Würfel sind gefallen. Badumts. Da habe ich sie, die Würfel der epischen Superkräfte. Und ich bekomme. Ich bekomme mein Level Up zu 390. Ist das nicht fein? Ja, das ist fein. Ich antworte einfach mal selbst auf meine Frage. Das ist sogar sehr fein. Bisschen was kann ich mir ja noch aufheben. Ja, mal schauen, was morgen so dran ist. Jetzt habe ich zwei Gürtel. Naja, egal. Auf jeden Fall. Grenzgenial. 390. Jetzt benötige ich 1,4 Milliarden. Nicht Millionen. Milliarden. Uiuiui. Den sehe ich mir nur mal an, was der so alles kann. Ja, der kann in etwa so viel wie der vorherige Gegner. 365 Tage im Jahr ist er am Start. Und da bin ich tot. Ja, ich muss einfach ganz oft kritisch treffen. Jetzt wird's pilzintensiv in den nächsten Etagen. Das ging aber flott. Das ging definitiv flott. Dann würde ich mal sagen, greife ich hier nochmal an. 15 bei Erde hat der gute Spirotis. Ebenfalls ein Stammgast bei den Petkämpfen. So, mal schauen. Alle auf 1. Stoner dann 7. Rufus. Und mein Ninja metzelt schon alle weg. Da bin ich jetzt überrascht. Okay, Kanockel 53. Aber Kanockel könnte den eigentlich noch... Ja, sein Schaden ist gering. Nö, könnte er nicht machen. Sein Schaden ist zu gering. Aufgrund des Levelunterschieds. Aber knapp war's. Knapp war's. Ich hätte aber noch Trick 17 natürlich in der Tasche gehabt. Nämlich Luchtablong. So. Genau, was kann man denn noch so tun? Ach so, erstmal kann man natürlich noch diesen Kampf bewältigen. Denn das, ich hatte ja erst 4 am Tag gegen Shuen. Was sollte eigentlich drin sein, weil Unda ist ziemlich stark. Aber hier sehe ich fast ausschließlich Level... Was, Fluch der Letzte? Nö, niemals. Fluch hat... Ach so, okay, Tauber. Na gut, dann ist es nun mal so und ich verkaufe jetzt diesen Gürtel... Man könnte natürlich auch alles auf ein Item setzen und sich dann nur Gürtel aufsparen. War aber das ist doch nicht so. Übrigens, es ist grandios, was... sorry, falscher Button. Es ist grandios, was man hier so bekommen kann. Die Treibsanduhren der Ungeduld. Das ist so krass. Ich habe schon wieder 55 und ab und zu, wenn ich dann einfach keine Lust mehr habe und eine 10er-Mission sehe, verwende ich eine. Also, das ist genial, was man da bekommt. Nicht schlecht, Hut ab. Also, ziemlich feine Sache. Ja, mal schauen, wenn jetzt eine halbwegs lange Mission kommt, werfe ich kurz eine Uhr einfach rein. Nö,
Für 5er lohnt sich's, finde ich, nicht, wenn man sowieso Zeit hat. Aber hier, man kann rund... Wenn man vom Teufel spricht, ich habe eben eine bekommen. Ich hatte eben 55. Man bekommt da keine Benachrichtigung oder so. Man sieht es nicht bei der Quest. Glaube ich zumindest auch so. Der Kampf ist ja nicht gespeichert, wenn ich ihn nicht speichere. Ich muss das sowieso mal ausmisten. Ich will mir immer nur diese Kämpfe speichern, weil man dann... Dann sieht man so, hey, der hat ja tatsächlich so ein Epic bekommen aus einer Mission. Es ist anscheinend doch möglich. Feine Sache. Ja, aber kann ich im Prinzip dann löschen, weil es hier schon langsam ziemlich voll wird, glaube ich. Gut, wann die Leute immer angreifen bei der Festung? 4 Uhr, 5 Uhr, 6 Uhr. Seid ihr noch ganz knusper? Aber hey, das war dann die Rache. Da verliere ich bei der Festung, zeige ich mal kurz oder sehen wir mal kurz an. Hier verliere ich einen Batzen mit 39 eingesetzten Soldaten, das ist teuer. Aber dann, der Petkampf, da kann mir niemand das Wasser reichen. So, unter 11, ach, locker flockig gegen Kanokl und dann hätte ich sogar noch Mauhell mit ein paar Level. So, genau. Hier, es ist so gemein, ihr klaut mir immer 13.000, oh Mann, da werde ich ja arm, ich sehe mir mal an. Ja, bei dir bekomme ich 19.000, das lohnt sich auch nicht wirklich. Oder hier bekomme ich 30.000. Was gibt's bei Money? Was gibt's bei Mokka-Torte zu holen? Da gibt's auch nichts zu holen. Ja, 5 Millionen, aber warum bist du hier so weit unten? Du bist da viel stärker, du musst eigentlich weiter rauf von der Ehre her. Das ist so gemein. Das ist wegen Kanokl. Ich bin durch Kanokl hier so aufgestiegen und so und bekomme jetzt nur doofe Gegner. Ah, ihr seid gemein. Naja, Rang 45 mittlerweile, das ist ja auch krass. Das ging jetzt schnell, ich war ewig Rang 58 oder so und jetzt, bada bung, bada bang, Schlag auf Schlag, geht's jetzt noch rauf bis 40, sag ich mal. Und danach ist erstmal wieder, hier wird's dann schon ziemlich dicht, das Feld. Okay, S33 kann ich leider hier nicht machen heute, denn S33 habe ich schon aufgenommen. Während ich jetzt hier den Schinder angreife und dem leider nur 4 Millionen ziehe, will ich also nochmal sagen, morgen, also heute, 16 Uhr, startet W13 international neuer Server, leider mit schlechtem Wochenendevent, aber vielleicht liegt es an 13, die Pechzahl, da kann man nichts machen. Ansonsten würde ich sagen, für dieses Video war es das. Ich bedanke mich fürs Zusehen, es geht einfach nicht so weiter.